Hey Leute, unter meinem Q&A-Ankündigungsvideo hatte mich jemand gefragt, ob ich mal ein bisschen Hearthstone aufnehme und da dachte ich mir, ja, wieso eigentlich nicht? Es wird wahrscheinlich bei ein, zwei Videos bleiben, sage ich direkt am Anfang, aber naja, die nehme ich jetzt auf, denke ich mir. Ich bin Rang 16, das ist jetzt nicht so schlecht, ich habe innerhalb eines Tages von 25 oder so oder 23 mich zurück auf 16 gekämpft. Ich bin also kein völliger Vollnoob in diesem Spiel, ich bin aber auch nicht sonderlich gut, vor allem bin ich deshalb nicht sonderlich gut, weil ich eine halbes Jahr Pause gemacht hatte, direkt bevor das letzte DLC kam. DLC sage ich schon, das letzte Add-on, das große Turnier. Deshalb kenne ich viele der Karten, die es gibt, eigentlich gar nicht und habe sie auch nicht in meinem Deck. Trotzdem bin ich mit meinem Schamanendeck, das ich wie gesagt vor einem halben Jahr gebaut habe, erstaunlich gut vorangekommen und da dachte ich mir, hey, das nimmst du jetzt einfach mal auf. Würde gern meine Dailies machen, aber die verlangen alle, dass ich mit dem Druiden spiele. Und ich bin kein guter Druide. Ja, ein würziger Gegner wird gesucht, da ist er. Es ist kein Stiernackenstorch. Wir kämpfen gegen Valera, eine Schurkin. Erfahrungsgemäß komme ich gegen Schurken eigentlich ganz gut zurecht. Ich habe eine großartige Starthand. Leider habe ich 4 Karten, was offensichtlich bedeutet, dass ich erst als zweites meine Karten legen darf. Ziemlich schade. Rätselmeister und wirbelnder Zappomat oder Seppomat, wie auch immer er ausgesprochen wird, ist aber eine super Kombi, mag ich. Der Rätselmeister hat nämlich 2 zusätzliche Angriffe, solange ich einen Mech auf dem, oder Mech, wie auch immer, auf dem Schlachtfeld habe und naja, das hier ist ein Mech, ein sehr, sehr guter und sofern mein Gegner keine Verteidigungslinie hat, auch einer, der ihm richtig wehtut, 6 Schaden gegen den Helden, das ist schon schön. Also ich habe anscheinend, als ich dieses Deck zusammengebaut habe, ziemlich auf so Interaktionen zwischen den Karten geachtet, was logischerweise auch das Beste ist, was man tun kann eigentlich. Es ist einfach elementar wichtig. So, ich werde jetzt gleich 2 Möglichkeiten haben. 2 offensichtliche. Je nachdem, was du legst und auf der Hand hast, ist entweder die eine besser oder die andere. Leider ist mein Gegner gerade nicht so aktiv und er tut einfach nichts. Ich frage mich, ob... Ja, erstaunlicherweise. Immer wenn ich Hearthstone aufnehme, lande ich bei Leuten, deren Taktik es möglicherweise sein könnte, einfach so lange zu warten, bis der Gegner aus Langeweile aufgibt. Ich frage mich, ob... Ja... Oder du bist disconnected. Oder irgendwie AFK. Ich finde es auf jeden Fall nicht so wirklich in Ordnung. Naja, was auch immer. Wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Er könnte Meucheln auf der Hand haben. Das macht 2 Schaden. Das wäre sehr schade für den wirbelnden Zappomat. Dann sollte ich lieber den Rätselmeister legen. Aber ich hoffe jetzt mal, dass er kein Meucheln auf der Hand hat. Lege meinen Zappomat. Oder Seppomat, ich weiß nicht, wie man diese Karte ausspricht. Und wenn er jetzt nicht irgendwas zu seiner Verteidigung legt, ist das schon mal ein schöner Anfang für dieses Deck. Na, kommt da noch was? Ja, das ist Ausweiden, okay. Es hätte Meucheln sein können, es war Ausweiden. Ich habe auf jeden Fall schon mal mit sowas gerechnet. Nervotron. Hätte ich anders machen sollen, ich hätte erst den Rätselmeister legen sollen. Naja, jetzt ist es so rumgelaufen. Du holst dir deinen Dolch und haust auf meinen Nervotron ein. Genau das habe ich erwartet, um ehrlich zu sein. Okay, der Rätselmeister und ein Totem. Wir tun dir noch ein bisschen weh. Bringen tut es nicht allzu viel. Das Wichtige bei Schurken ist... Oder bei Schurkendecks ist meiner Erfahrung nach in den meisten Fällen gewesen, sie so schnell wie möglich zum einen davon zu hindern, dauernd dein Deck leer zu fegen, dein Feld meine ich, und zum anderen ihnen so schnell wie möglich weh zu tun.
denn so ein Schurke, der 10 Mana-Kristalle hat, ist eine Gefahr. Durchaus. Na, was tust du jetzt? Aua, das hat so unglaublich wehgetan. Wir legen die Wildgeister, weil sie die klügste Methode sind, gegen diese beiden Halunken zu kämpfen. Den hier hauen wir so schon um. 5 Mana. Wenn du 7 Mana hast, kannst du Sprint benutzen und ziehst 4 Karten. Das wäre sehr schade. Kampfrausch. Kann ich in der nächsten Runde nicht benutzen. Wäre aber cool gewesen. Ja. Nee, wir hauen diesen Halunken kaputt. Legen an Vatos Totem und beenden damit den Zug. Das Flammenzungen-Totem zu legen, hätte ihm wehgetan, war mir aber ein bisschen zu riskant. Ich bin da lieber ein bisschen zu vorsichtig, als voll aufs Risiko zu gehen. Na, was wirst du tun? Was willst du tun? Oh, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Naja, dieser Kerl hier, wenn wir den jetzt einfach umboxen, ruft er einen zufälligen Diener herbei, der 2 kostet. Darauf habe ich keine Lust. Und deshalb mache ich ihn einfach zum Frosch. Mein Deck ist voll von Froschzaubern, also wir werden erneut die Gelegenheit erhalten, wenn wir sie brauchen. Wenn ich sage voll von Froschzaubern, meine ich, ich habe 2 Froschzauber. Oh, das tut weh. Diese Karte kannte ich tatsächlich nicht. Weil sie, wie gesagt, neu dazugekommen ist. Oh, das wird wehtun. Oh, das wird wehtun. Aua. 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 Ja, genau deshalb sind Schurken so gefährlich. Aber er hat natürlich jetzt sein ganzes Zeug weggeballert. Er hat... wie mache ich das? Muss es eigentlich so machen? War doof. Na, ich habe mich vertan. Das. Und dann hauen wir den weg. Der ist zu gefährlich. Und hauen den weg. Heilen uns und beschwören die Geisterwölfe. Er hat jetzt nämlich keine Karten mehr auf der Hand und das ist der Moment, in dem ich wahrscheinlich gewinne. Ich sehe es schon voraus, zumal ich Kampfrausch habe. Außer er hat jetzt Sprint gezogen. Aber das hat er wahrscheinlich nicht. Nope, ich habe gewonnen. Ist das klug? 3, 6, 9, 12. Wir machen 12 Schaden plus 6 sind 18. 18 Schaden ist eine Gelegenheit, die will ich auf jeden Fall nutzen, bevor sich seine Hand wieder füllt. Und er meine ganzen Minions weghaut. So, viel Spaß jetzt noch zu gewinnen. Na, was kommt jetzt? Tschüss! Okay, wir haben eine Runde in Hearthstone gewonnen, nachdem ich ein halbes Jahr Pause hatte. Das macht mich immer recht glücklich. Wir sind jetzt Rang 15. Genau, Rang 15 mit 2 Sternen direkt. In letzter Zeit habe ich da irgendwie Glück. Ich habe schon mal versucht, sowas aufzunehmen, da hatte ich sehr viel Pech. Habe natürlich nur die Leute mit ihren goldenen Avataren getroffen. Das war jetzt schon etwas besser. Da ist der Typ mit dem goldenen Avatar. Ja. War zu erwarten, wir werden wahrscheinlich verlieren. Denn soweit ich mich erinnere, bedeutet goldener Avatar, dass die Leute 500 Spiele mit einer Klasse gewonnen haben. Man kann natürlich 500 Spiele gewinnen und 5000 verlieren. Ja, einen goldenen Avatar zu haben, heißt nicht, dass das ein Pro ist. Aber meistens schon. Na, was kommt jetzt? Wir legen auf jeden Fall... Ah, du hast doch sowieso etwas, was meinen Zappomaten tötet.
Aber probieren kann man es immer. Kostet ja auch nur 2 Mana, ist jetzt nicht mehr wert als jede andere 2 Mana Karte. Und könnte klappen. Ich kann ihm eine ganze Menge Aua machen. Dann lege ich den hier noch, damit mein Seppomat vor Ansturmtypen in der nächsten Runde sicher ist, sofern die überhaupt kommen. Wahrscheinlich hat er aber einen Zauber, der meinen Seppomaten zerstören wird. Na, was ist es? Höllenfeuer? Ja, Höllenfeuer. Fügt allen Charakteren 3 Schaden zu, ihm selbst auch. Ist jetzt gar nicht so schlecht gelaufen, aber dafür, dass der einen goldenen Avatar hat, wahrscheinlich hat er gerade nicht so viel Glück, einfach. Ja, ich verstehe, das ist... Oh Gott, wir müssen den so schnell wie möglich töten. Das ist Verschwendung. Nee, ich habe 2-mal Erdschock. Wir müssen den so schnell wie möglich töten, denn ich vermute, dass er weitere Karten auf seiner Hand hat, die davon profitieren, dass er viele Karten auf seiner Hand hat. Diese Art von Deck hatte einen Namen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie dieses Deck heißt. Aber es gibt halt so Riesen, die kann man legen, wenn man entweder sehr viele Karten auf seiner Hand hat, kosten dann weniger, das ist der Vorteil. Hat er aber gar nicht. Ich frage mich, was seine Taktik ist. Ich mache 7 Schaden, wenn ich ihn angreife. Das ist mir zu wenig. Aber das Ding hier werde ich auf jeden Fall kaputt hauen, ist ja klar. Das werde ich auch kaputt hauen. Ich lege einen Fechtlehrer und ein weiteres Totem. Wenn er jetzt nochmal Höllenfeuer legt, ja gut, dann ist das sehr schade. Warum konnte ich meinen... Ihr könnt eure Heldenfähigkeit 2-mal pro Zug einsetzen. Als Schamane ist das natürlich super. Der ist aus meinem Schredder gekommen. Ich hatte echt Glück. Und mein Gegner offenbar nicht so viel. Was kommt jetzt? Höllenfeuer? Die Eisenschnabeleule. Schattenflamme. Ja, er vernichtet seinen Diener und gibt all meinen Dienern so viel Schaden, wie sein Diener gemacht hätte. Das hat jetzt wehgetan. Wir ziehen mal 2 Karten. Füllen wieder das Feld und tun ihm weh. Wenn dieser Hammer hier kaputt ist, dann kriege ich die Heldenfähigkeit, 2 Schaden zu verursachen. Das ist eine coole Heldenfähigkeit. Ich hätte das Flammenzungen-Totem noch legen können, ich habe es aber nicht gelegt, weil ich Angst vor Höllenfeuer habe. Scheint nicht zu kommen. Aber dafür die ganzen Zerstörungszauber. Du hast nur noch 9 Leben. Na... 3, 5. Ich komme nur auf 5 Schaden. Sehr schade. Ich hätte dich gerne in dieser Runde aus dem Weg geräumt. Denn jede weitere Runde, die du da rumliegst, ist natürlich eine Gefahr. Soll ich das jetzt legen? Wir warten. Wir warten, was jetzt kommt. Ja, okay, er heilt sich. Schreib mich nicht so an! Ist jetzt leider fast schon schade, dass ich meine Totems nicht mehr beschwören kann. Okay, das Ding muss da auf jeden Fall weg. Darauf habe ich keine Lust, auf ein Feld voller Wichtel. Heilung brauchen wir nicht. 2 Angriff, das ist nicht genug. Außer ich hau noch den Erdschock raus, dann könnte ich dieses Ding da aus dem Weg räumen. Aber um welchen Preis?
Nachher legt er mal gar nichts. Nee. Wir lassen das. Also mein Problem beim Deck ist offenbar, dass ich bei der Wahl dieser Waffe, die meine Heldenfähigkeit ersetzt, nicht daran gedacht habe, wie unglaublich wichtig meine Heldenfähigkeit deshalb ist, weil ich gar nicht mal so viele Minions im Deck habe. Das ist eine Schwäche, die mir jetzt so auffällt, ein halbes Jahr später praktisch. Okay, dem tun wir weh und wir töten ihn mit dem Erdschock. Als nächstes, ich weiß, was ich in der nächsten Runde mache. Oder ich gehe auf Risiko und mache das jetzt. Ich mache das jetzt. Allzu viele Destruction Spells hat er möglicherweise gar nicht mehr. Ich weiß die ganzen Fachtermini nicht mehr. Also ich habe keine Ahnung, wie diese Zerstörungszauber nochmal genannt werden. Removal. Allzu viel Removal hat er nicht mehr. Was kommt jetzt, ne? Meine aktuelle Taktik ist, in der nächsten Runde den hier zwischen die beiden zu legen. Dann zwar nicht optimal, aber das Beste, was ich gerade machen kann. Ich habe Jeeves im Deck. Wenn ich den kriege, wäre das super. Okay, er legt die fette Legendary, die mich fertig macht. Offensichtlich habe ich damit nicht gerechnet. Bedeutet aber auch, dass sein Deck gerade keine Karte mehrfach enthält. Das bringt mir nur leider nichts, das zu wissen. Aua! Das tut doch weh. Au! Ach nein! Ja, das ist mal wieder einer dieser typischen Fälle, wo du fast gewonnen hättest. Und dann in der letzten Sekunde macht dich dein Gegner so richtig fertig. Wir hatten ihn auf 7 Leben runter. Na, was kommt jetzt? Er tut sich weiter weh, obwohl seine Hand voller Karten ist. Heißt vermutlich, dass er Heilung hat. Aua. 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 Elemente zeigt mir den Weg. Ich habe natürlich gehofft, dass jetzt ein Gegner kommt, der nicht ganz so viel Leben hat. Ah, ich muss die Anzahl an Gegnern reduzieren. Der Hammer bringt mir leider nicht so viel. Ihn hier zu legen wäre auch Verschwendung gewesen. Naja, also ich würde sagen, es ist relativ offensichtlich, dass mein Gegner gewonnen hat. Und der Hauptgrund, ja, okay. Naja, gut, das. Ich könnte eigentlich aufgeben. Was der sich alles gespart hat. Der Grund war, dass es einfach dämlich war, meine Fähigkeit Totems zu beschwören zu verlieren. Okay. Damit ist meine Siegessträhne auch schon unterbrochen. Ich würde sagen, ein Match mache ich trotzdem noch. Wenn ihr beim Zusammenstellen eures Decks Hilfe braucht, könnt ihr in eurer Sammlung den Deckhelfer benutzen. Macht das eigentlich jemand? Das ist doch irgendwie einer der coolsten Aspekte von Hearthstone. Sich so ein Deck selbst zusammenzustellen, sich dabei was zu denken. Lass die Jagd beginnen. Eure Zeit ist gekommen. Erexa heißt, wir wollen wahrscheinlich so früh wie möglich so viel Removal wie möglich. Haben wir jetzt natürlich nicht so viel Glück gehabt. Immer dieser Kontrast zwischen dem, was man will und dem, was man bekommt. Na du, was machst du? Ich leg direkt den Totem-Golem. Denn Hunter haben jetzt nicht so gutes Removal und wahrscheinlich wird dieser Golem da noch ein bisschen liegen. Kann dann möglicherweise zerstören, was auch immer er jetzt legt. Sowieso ein Netzweber.
Netzweber oder Naxxramas Spinnen. Irgendwas davon. Na? Ich bin gespannt. Leg diesen Apfel auf der Messerjongleur. Habe ich jetzt nicht so direkt mit gerechnet. Will ich meinen Totem-Golem... Ja, das will ich. Denn die Sache ist, Waffe des Felsbeißers verleiht einem befreundeten Charakter plus 3 Angriff in diesem Zug. Diese Karte ist natürlich, wenn einer meiner Minions Windzorn drauf hat, doppelt so stark. Oder wenn ich eine Waffe mit Windzorn habe, besitze ich ja durchaus. Genau, hiermit haue ich jetzt drauf. In der nächsten Runde werde ich wahrscheinlich den bemannten Schredder legen, diese Waffe zerstören und den damit buffen, sodass er 6 Angriff und 5 Leben hat. Na, was kommt? Wetten, dass er jetzt all meine Pläne mal wieder zunichte macht? Oder sie, was auch immer? Oder es? Kann ja sein. Schneller Schiss. Stimmt, gibt's ja auch die Karte, habe ich ganz vergessen. 2 Mana, 3 Schaden, ist jetzt nie so schlecht. Bam! Eigentlich habe ich gehofft, dass du einen Minion legst, aber naja. Na, was kommt jetzt? Der Schlickspucker. Zum Glück, also eigentlich ist das eine Karte, die sehr nervig ist. Zum Glück haben wir Erdschock, damit entfernen wir schon mal die Verzauberung. Spott entfernen wir und sein Todesröcheln, das noch mal so ein nerviger Typ kommt, entfernen wir. Jetzt tun wir unserem Gegnern weh und bauen uns eine kleine Defense Line für unseren bemannten Schredder auf. Jetzt könntest du deine... Okay, du legst einen zweiten Schlickspucker. Damit habe ich nicht gerechnet. Hab Gewittersturm. Und die Waffe des Felsbeißers. Hat noch 2 Leben. So, und so überlebt nämlich jetzt auch unser Geisterwolf. Wir haben die Waffe jetzt natürlich relativ verschwendet, aber wir haben ihn auch fast auf 0 Leben. Und Jäger haben jetzt nicht so viele Möglichkeiten, sich zu heilen, anders als der Hexenmeister vorher. Wobei Hexenmeister haben jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten, sich zu heilen. Mal sehen, was jetzt passiert. Ja, tschüss. Okay. Unsere Siegessträhne ist wieder da. Ich würde sagen, ich werde das Video beenden, wenn ich das nächste Mal verliere. Was hoffentlich noch ein bisschen dauern wird. Ich habe Hearthstone damals ziemlich intensiv gespielt und es gefällt mir richtig, diese Art von Spielen. Und insofern freue ich mich auch sehr auf das Elder Scrolls Kartenkampf-Dingsbums-Spiel, was auch kommen soll. Vielleicht sogar dieses Jahr, wer weiß. Im schlimmsten Fall 2017, aber irgendwie glaube ich da nicht dran. Dafür entwickeln sie schon zu lang daran. Würde mich sehr wundern. Eure Zeit ist gekommen. Oh, Priester könnte Schattenwort Schmerz haben und damit meinen Serpomaten zerstören. Ich gehe mal ganz breitköpfig rein und hoffe einfach, dass das nicht passiert. Wirklich was dagegen tun kann ich ja sowieso nicht. Na, er verballert seine Münze. Was legt er? Ach Mann, den Zombie-Fraß. Und sie natürlich auch noch. Ideal wäre es natürlich jetzt praktisch, sie zu töten. Und darauf zu warten, dass wir den Zombie-Fraß erst dann töten, wenn wir wirklich Leben verloren haben. Nur dieser Plan funktioniert natürlich nicht wirklich.
So, dein Zombiefraß wird einen meiner Geisterwölfe töten. Weiß ich jetzt schon. Ist jemand verletzt? Entschuldigung. Das war ein bisschen doof von mir. Ich hatte den Angriffswert der Geisterwölfe bei 3 in Erinnerung, war stattdessen nur 2. 3 wäre auch leicht OP. Leicht. Okay, wenigstens den Kerl kann ich damit umhauen. Tschüss. Zombiefraß lasse ich liegen. Nein! Hab leider das Heiltotem bekommen. Das heißt, er zieht immer 2 Karten, wenn ich mich heile. Das ist ideal. Das kann man übrigens voll gut abusen. Gerade wenn man Schamane ist und so ein Heiltotem hätte und jetzt sehr viele verwundete Minions hätte, könnten wir seine Hand praktisch volllaufen lassen. Eine Taktik, die zugegebenermaßen natürlich nicht so gut funktioniert. Bist du doof? Warum hast du denn jetzt mein Heiltotem verwundet? Keine Ahnung. War auf jeden Fall gut, dass du es getan hast. Du hast jetzt diesen Drachen gelegt. Das gefällt mir nicht. Kriege ich den Drachen kaputt? Realistisch gesehen, nein. Wir hoffen, dass dieses Totem das Steinklauen-Totem wird. Wir hatten leider nicht so viel Glück. Wir werden den Drachen nicht angreifen. Werde einfach darauf warten, dass du jetzt deine Hände voll hast. Ja, du ziehst jetzt eine Karte und sie wird zerstört. Er hat offenbar ein Drachendeck. Mit Drachendecks kenne ich mich gar nicht aus. Das war, als ich gespielt habe, auch nichts sehr Verbreitetes. Hätte ich doch nur einen Zauber, der alle Minions auf dem Feld heilt. Das wäre gerade ziemlich cool. Habe ich aber nicht. Ja, wir sind leider in einer Situation, in der wir eigentlich darauf hoffen müssen, dass wir jetzt endlich mal die Blitzschlagkarte ziehen. Nicht Blitzschlag, sondern die Karte, die halt ganz viele Blitze erscheinen lässt. Und das gegnerische Spielfeld aufräumt. Aber ich habe ja fast das Gefühl, das wird nicht passieren. Ich wusste, dass das passiert, keine Sorge. Was macht er? Wenn er einen Drachen auf der Hand hat, bedeutet er hat einen Drachen auf der Hand. Bringt mir nicht so viel, das zu wissen. Der Typ hat mittlerweile 8 Leben und ich habe natürlich Blitzschlag-Dingsbums nicht in der Hand. Tja, Leute, ganz ehrlich. Das ist ein Todesröcheln, ne? Na, bringt mir aber nichts. Das war ein Spielfehler. Ich hätte den Seppomaten vorher aufs Feld legen dürfen. Ich habe nicht dran gedacht. Naja, Fakt ist, wir werden sowieso verlieren. Das sehe ich doch jetzt schon kommen. Das wäre nicht so verwunderlich. Jetzt bringt mir Blitzschlag, um ehrlich zu sein, auch nichts mehr. Oh, ich kann noch mehr Karten ziehen. Yay. Wir geben auf. Weil in der nächsten Runde sind wir tot. Okay, das war ich, wie ich ein bisschen Hearthstone gespielt habe. Nicht mit so viel Erfolg, aber ein bisschen zumindest. Und genauso werde ich nun weiterspielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, vielleicht auch nicht. Bis dahin. Bis zu weiteren Videos, würde ich sagen. Ciao.